Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Das heutige Mega-Opening wurde uns gespendet vom lieben Realistic Yu-Gi-Oh!, dessen Kanal ich euch wieder in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und was er uns diesmal reingepackt hat, das erfahren wir jetzt. Ja, und da grinsen uns eine Menge Sachen an. Ja, der liebe Thomas hat uns ja auch gesagt, dass er Highlights reingepackt hat, die er separat verpackt hat. Ich gehe mal stark davon aus, dass es das hier sein wird. Das machen wir auch gleich am Anfang diesmal, weil ich kenne euch ja. Einige von euch können das ja gar nicht ab, wenn sie warten müssen. Und dann kommen ja die blöden Billig-Holos und die Cummins und die will natürlich keiner sehen. Und ja, ich kenne das Geheule. Deswegen fangen wir heute damit an. Schauen aber jetzt trotzdem erstmal, was hier so im Allgemeinen noch dabei ist. Wir haben dann noch einen Umschlag mit... Okay, Holos. Und ja, okay, Cummins. Ja, alles relativ modernes Zeug. Was ist das hier? Okay, sogar aus LED5 ein bisschen was. Auch ganz cool. Ja, die Cummins, die schauen wir uns in dem Fall jetzt nicht an. Das sind alles relativ moderne Cummins. Das werdet ihr schon gesehen haben bis zum Abwinken. Wir kümmern uns heute tatsächlich nur um die Holos. So. Und dann haben wir hier das kleine Briefchen, das schon offen ist, offensichtlich, okay, mit den Highlights. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier als Highlight bekommen haben. Ja, ich würde mal sagen, so die Sachen, die für mich persönlich ein Highlight sind, die legen wir natürlich raus. Also von einer Karte, die wahrscheinlich ein Highlight sein wird, weiß ich schon. Die hat er letztens gezogen und hat mir auch direkt ein Bild davon gesendet. Okay. Ah, das sind diese Field Center Karten und da haben wir hier diese Hand Traps, diese alternativen Artworks von den, genau, Winter Cherry mit Hartriegel und so weiter. Also das ist, die kommen aus der Duelist Devastator Box. Mega cool. Ich persönlich, ich bin kein Freund von Field Center Karten, weil ich halt auch einfach kein Freund von Full Arts bin. Ja. Solange Konami sich, was ihre Full Arts angeht, auf Field Center beschränkt und nicht anfängt, Full Arts auf Yu-Gi-Oh! Karten zu übertragen, bin ich zufrieden. Wenn die das anfangen, bin ich raus, Leute. Ohne Witz. Das wäre dann zu viel des Guten. Aber natürlich muss ich die Field Center auch ausstellen. Das heißt, ich brauche sie und ja, ich muss mir hier jetzt offensichtlich von jedem ein Exemplar weniger kaufen. An der Stelle auch vielen Dank an den lieben Felix. Der hat mir auch letztens so einen richtig dicken Stapel von diesen Field Centern mitgeschickt als Spende. Auch mit viel Verpackungsmaterial. Also er hat mir viele Hüllen gesendet und so. Das hätte sich jetzt nicht für Mega Opening gelohnt. Einfach weil es halt hauptsächlich Verpackungs- und Zubehörmaterial war. Auch diese Ultra Pro Kartenständer, die ihr in den Beauty Shots seht. Hat er mir eine Packung mit 5 Stück mitgeschickt. Deswegen an der Stelle, weil ich es gerade sehe, nochmal vielen Dank, lieber Felix. Hat mich zwar schon privat bei dir bedankt, aber damit die allgemein auch mal darüber informiert ist, was für ein dufter Kerl du bist. So, dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, bin ich irgendwie heiser? Ich finde, ich klinge komisch heute. Was wir hier als Highlight haben, da haben wir als erstes. Oh, die Melodie des erwachenden Drachen aus LDK 2. Das war mal eine sehr, sehr beliebte Karte. Damals tatsächlich ein bisschen was wert gewesen, ging da so um die 2-3 Euro. Aktuell geht sie so um die 25 Cent, ist jetzt nicht mehr so relevant. Und ja, kommt halt aus den Legendary Decks. Inwiefern sich der Preis der Karte entwickelt, sei mal dahingestellt. Kann ich allerdings als Highlight durchgehen lassen, finde ich tatsächlich ganz cool. Als nächstes haben wir, oh ja, von der Karte wusste ich, Geister, Schwester und gruseliger Hartriegel hier unlimitiert, also aus der Special Edition von Dark Neo Storm. Geht, ich glaube, First um die 3 Euro, hier unlimitiert geht die so ein Zwickel in etwa.
war eigentlich, glaube ich, nie relativ teuer und nie relativ relevant. Vermutlich eine der eher schlechteren Handtraps offensichtlich. Ist aber eine sehr, sehr schöne Karte und wie bei fast allen Handtraps muss ich sagen, ich finde das Original einfach besser als die alternativen Artworks aus der Duelist Devastator Box. Aber für mich definitiv ein absolutes Highlight. Weiter geht's mit... Was? Drago Vortis Occi Diversi. Ja, Halleluja. Auch gut. Ja, ich, keine Ahnung, wie hieß denn der nochmal? Das war ein Buntäugiger, ne? Oh Gott. Legen wir mal kommentarlos zur Seite. Ist auf jeden Fall eine coole Karte, aber was ist das denn für eine Sprache? War das Spanisch oder Italienisch? Ich glaube, Italienisch müsste es gewesen sein. Dann haben wir es. Oh, das ist nice, das ist nice. Habe ich ja letztens in der 50-Euro-Sammlung schon mal angesprochen. Galaxieaugen Cypher-Drache aus dem Duelist-Pack Dimension Guardians, oder wie das Pack hieß, 7 Euro in etwa. Ja, das ist eine der teuersten Karten aus diesem Set. Sehr, 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 sehr coole Karte. Gab es, glaube ich, nochmal in Secret Rare aus Dragons of Legends 3. Da ging sie auch nochmal so 7, 8 Euro. Ist auf jeden Fall eine mega coole Karte. Freut mich, dass wir die an der Stelle hier haben. Und dann haben wir aus dem selben Duelist-Pack nochmal Spiralflammenschlag in Ultra Rare. Die geht so um die, ich glaube, 45 Cent, 50 Cent. Irgendwie sowas. Ist aber auch eine sehr schöne Karte. Aber die kam doch. Kam die nicht auch in Duelist-Saga raus? Ich könnte schwören, dass die auch mal in diesem Ultra-Parallel-Rare irgendwo rausgekommen sind. Das kann ja nur Duelist-Saga gewesen sein. Okay, also das sind die Highlights. Sehr cool. Und jetzt kümmern wir uns um den Rest, den er uns hier mitgebracht hat. So. Okay. Da haben wir ein Promo-Pack. Was war denn da noch drin? War da nicht noch so eine Fallenkarte drin? Na komm, das machen wir mal auf, weil ich bin mir hier nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher. So, also zuerst einmal haben wir hier Yuki Musume, die eisige Mayakashi. Ich persönlich mag ja die Mayakashis. Es gibt unglaublich schöne Artworks davon. Sie finde ich jetzt allerdings eher mittelmäßig. Also das ist jetzt keine meiner Lieblings-Mayakashi. Ja, das ist für mich eher so ein Anhängsel. Und, oh, sehr schön, weißer Rosendrache. Mega cool. Ich liebe diese Karte ohne Ende. Bis vor kurzem hatte ich sie noch gar kein Mal, dann habe ich sie einmal bekommen, dann auf einen Schlag 9 davon und jetzt habe ich sie nochmal, mega cool. Also der weiße Rosendrache ist wirklich ein sehr, sehr schönes Monster. Die hätten vielleicht im Background noch ein bisschen, ja, vielleicht rötlicher designen können, dass sich zum einen das Schwarze und zum anderen auch das Weiße so ein bisschen vom Hintergrund abhebt. Das ist jetzt speziell die weißen Teile des Monsters, tun sich da ein bisschen schwer beim aktuellen Hintergrund, aber es ist jetzt nicht schlecht. Also sieht sehr, sehr cool aus. Also der weiße Rosendrache, das ist für mich schon mal so ein kleines Highlight. Den finde ich wirklich mega cool. Im Allgemeinen auch der blaue Rosendrache in Secret Rare. In Secret Rare ist der einfach richtig selten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich glaube, der kam in Extreme Victory raus. Oder in der Legendary Collection. Aber in der Legendary Collection war ja, glaube ich, super rare, der blaue Rosendrache, ne? Auf jeden Fall, der in Secret Rare, den sieht man wirklich, wirklich selten. Ich kannte mal eine, die hat den gesammelt, also so oft sie ihn kriegen konnte. Und sie hat auch gesagt, also den blauen Rosendrachen in Secret, den kriegst du eigentlich kaum. Und auch ich muss sagen, den blauen Rosendrachen in Secret Rare, den habe ich vielleicht 3 oder 4 Mal. Das ist der Wahnsinn. Okay, dann haben wir hier einige Karten aus Mystic Fighters, die Matemex, eigentlich ganz coole Monster, nichts, was mich jetzt vom Sockel haut, sag ich mal, aber ja, die haben doch das ein oder andere coole Design. Dann natürlich Frodi General Boss oder Generator Boss, der Schwerter, sehr, sehr cooles Artwork, muss ich sagen, auch hier hätte man mit einem etwas dunkleren Hintergrund dem Artwork ja, ein bisschen gut tun können, aber an sich, das Monster sehr, sehr cool designt. Dann Nidorg, Generator Boss, das Isis, das ist ein richtig cooler Drache eigentlich, hier jetzt Würmer, aber im Endeffekt ist es halt ein Drache. Sieht sehr, sehr schön aus, sehr cool. Dann haben wir Generator Boss Beute. Generator Boss Kampf, auch eine coole Fallenkarte. Generator Boss Raum mit Hela. Mein absoluter Lieblings-Generator Boss. Schade, dass sie nur eine Super geworden ist. Generator Boss Biss, meine Lieblingsfallenkarte von denen. Auch gut. Einzelfeuerblüte. Warum es den Reprint jetzt nochmal gebraucht hat, weiß ich nicht. Wir hatten einen aus dem Champion Pack, der war schön, selten und auch relativ kostspielig. Dann hatten wir ihn ja in Gold Grill für die Spieler, gar kein Thema. Und dann haben wir ihn ja
nochmal bekommen, ich glaube in Fusion Enforcer, sondern sagen wir nochmal den Super Rare bekommen. Also da ist jetzt wirklich mittlerweile zu viel geprintet worden in Super Rare. Trimmerdrache, auch cool. Bruderschaft der Feuerfaust Drache, den hätte es ja eigentlich eher in Fist of the Gadgets gebraucht. Tempest, der Drachenherrscher, inklusive dem kleineren Tempest, dem Lightning. Balancer Lord, der war ja ursprünglich, glaube ich, in einem Structure Deck drin, das ist Kamen. Hat hier sein Upgrade bekommen, das finde ich sehr cool. Auch das hier finde ich cool, war ursprünglich aus Cyber Strike eine Rare. Weltvermächtnis Wachdrache Mardak. Jetzt hat er hier einen Super Rare Print, finde ich sehr cool. Wahrer König aller Katastrophen, warum es den gebraucht hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht an der Stelle. Kanonenfeuer des Drachen. Dann haben wir Stampfende Zerstörung, zweimal, dreimal. Dann Superverjüngung, das ist ja auch eine der Karten, die wir jetzt in den Lost Arts Promos bekommen. Der einzige Unterschied besteht eigentlich darin, dass das, was hier blau ist, rot ist, weil das ist eigentlich Fleisch und Blut. Ja, das mag Konami natürlich eigentlich nicht hier in Europa, kriegen wir deswegen jetzt als Lost Art. Da freuen sich aber sehr, sehr viele schon drauf. Keine Ahnung, vielleicht ist die Karte spielbar, ich weiß es nicht. Das finde ich auch cool, Monster-Tor. Ich habe auch das Gefühl, dass die Karte Beschwören von den Beschworenen sehr an diese Karte angelehnt ist, weil das auch so ein Tor, wo so ein Monster rauskommt. Ich glaube, Giga Gagagigo ist das. Und ja, dass der hier mal tatsächlich ein Holoprint bekommt, ist mega cool. Das war eine Kamen aus Ancient Sanctuary, glaube ich. Sehr, sehr schön, dass der hier mal einen Super Rare Print bekommt. Signet Backdoor, eine sehr, sehr coole, moderne Zauberkarte vom Design her. Unterschlagung und starker Rückgang. Also das war jetzt hier alles Mystic Fighters. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so am Schlüssel haben. Ein weiteres Promo-Pack. Machen wir jetzt nicht auf. Kennen wir aus der Legendary Collection Kaiba. Beziehungsweise in dem Fall Legendary Collection 6. Waren glaube ich 5 oder 6 Karten drin. Lassen wir jetzt mal zu. Von den Promo-Packs habe ich auch, oh Gott, ewig viele. Gut, dann, boah, das ist ein dicker Stapel. Tun wir mal hier ein Stück weg. So, also da haben wir Gozuki, das ist eine sehr, sehr coole Karte, die möchte ich mir mal als Highlight rauslegen. Dann haben wir Dark Lord Okobak, einer der Dark Lords, die ich jetzt nicht so feier. Advanced Ritual Art, Chimera Tech Festungsdrache, dann haben wir den Fossil Diner Pachykipal. Manche Namen kann man einfach nicht aussprechen. Dann haben wir Honest, Blackwing Gale, der Wirbelwind. Ah, die banden sich wieder. Und hier mega, mega cool, MX Saber Invoker aus Duelist Saga. Aber auch eine sehr gesuchte Karte aus dem Set. Finde ich auch mega cool. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, mit den X-Saber-Karten kann man seine Sammlung immer aufwerten. Und der MX Saber Invoker gehört natürlich auch dazu. Ist nicht der schönste von denen, aber sieht auch sehr cool aus. Dann Auwe aus Dark Neostorm. Orkust, oh Gott, Crescendo. Sieht sehr cool aus, das Artwork übrigens, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Elementarheld Cosmoneos, mein absoluter Lieblingselementar übrigens. Schlägt auch alles, was jemals da gewesen ist. Cybers Taktdrache aus Soul Fusion. Mega cool, unlimitiert. Der geht schon in First Nix, aber unlimitiert natürlich noch weniger. Ist aber eine sehr coole Karte. Optisch mega nice und natürlich auch im Anime relativ relevant gewesen. Den möchte ich mir auch mal rauslegen. Albtraumritterin Meerjungfrau. Auch Meerjungfrau ist sehr cool, möchte ich mir auch rauslegen. Hat mir schon als Rare sehr gut gefallen. Und war tatsächlich auch eine meiner Lieblings-Albtraumritterinnen. Also der Goblin oder wie er hieß, war mein Liebling. Aber die kam eigentlich direkt danach. Dann haben wir Gorgon, Kaiserin des Bösauges. Ja, Bösauge, immer cool. Bösauge der Gorgenio oder Gorgonio. Entschuldigung. Dann haben wir den Double Fin Shark, Death Shark, Guard Penguin zweimal. Nummer 94 zweimal. Full Armored Crystal Zero Lancer. Englisch, Leute, Englisch. Nein, einfach nein. Sea Lords Amulett, Bro Hunter, Nummer 28 Titanische Motte, sehr cool. Nummer 70, die sieben Sünden, glaube ich, waren das. Sehr, sehr cool. Nee, nicht die sieben Sünden. Die sieben Sünden war was anderes. Aber gehört auf jeden Fall auch zu den Spinnen. Und diese Spinnenmonster finde ich ja mega cool. Die finde ich mega nice. Diese Spinnenkarten haben ja im Allgemeinen eigentlich sogar eine relativ große Fanbase, muss ich sagen. Hat mich auch ein bisschen verwundert. Und die ist aktuell nicht viel wert. Die geht so 10 Cent in etwa. Aber die hatte noch keinen Reprint. Die ist nur in Duelist Saga rausgekommen. Ausschließlich. Just saying. Okay, dann haben wir Crystal Double Star Shaman. Shaman, genau. Double Star Shaman. Wandering King Wildwind. Das ist dieser,
Pantherkrieger-Abklatsch, wobei ich sagen muss, dass er sehr cool geworden ist vom Design her. Legacy of the Duelists, genau, die hatte glaube ich auch hier ihren ersten Print und kam dann tatsächlich in einem Duelist-Pack sozusagen als Super Rare Reprint raus. Das war ganz kurios. Normalerweise gibt es in Duelist-Packs ja keine Reprints bei den Holos, soweit ich weiß. Oder eher selten zumindest. Dann haben wir hier Dark Summoning Beast, Support für die Heiligen Ungeheuer. Also ich finde das Monster an sich cool. Was ich aber richtig grauselig finde, ist, dass jetzt der Hintergrund dunkel ist und das Monster. Warum? Wieso? Man hätte ja wenigstens ein bisschen Farbunterschied reinpacken können. Das verstehe ich nicht. Wenn bei Konami ein Monster hell ist, ist der Hintergrund auch hell. Wenn es dunkel ist, ist der Hintergrund auch dunkel. Warum keinen Kontrast? Das ist einfach viel, viel besser. Dann Fallen Paradise. Leute, dieses Artwork ist eines der schönsten Artworks, die im ganzen Duelist-Saga rausgekommen sind. Ich habe mir eine so eine Box gekauft, nur um diese Karte zu ziehen damals. Ich wollte sie selbst ziehen. Ja? Das ist eine Karte, die finde ich cool. So ein bisschen an den Garten Eden angelehnt. Und auch eine Supportkarte eben für die Heiligen Ungeheuer. Eine sehr, sehr schöne Karte, muss man ganz ehrlich sagen. Wild Whale, Powerwall, auch eine coole Karte. Clear Effector, Cosmic Flare, auch eine schöne Karte. Ja, das ist wieder, also hat er ja relativ viel Loser bei sich zu Hause. Schädelsuchender Ritter, auch coole Karte. Dandelion, sowieso klar. Dann haben wir aus der CT13 Dragonox, The Empowered Warrior. Ja, den fand ich jetzt nie wirklich prickelnd. Da gibt es noch einen, der dem so ein bisschen ähnlich sieht. Ah, das wäre jetzt cool gewesen. Priesterlicher Sonnendrache, Overlord von Heliopolis. Der ist leider Gottes Plate. Vom Zustand her, ja. Schau ich dir mal an. Der ist leider nicht mehr so gut vom Zustand her. Das ist schade. Dann haben wir das Rettungskaninchen. Auch das sieht jetzt nicht mehr ganz so gut aus an den Rändern in Super Rare. Dann erdgebundene Geoglyphe aus LED5. Das ist natürlich mega cool. Die lege ich mir raus. Das ist für mich ein Highlight. Das ist eine schöne Booster-Holo. Das gleiche gilt auch für Gimmick-Marionette Porzellanpuppe. Ich finde die Gimmick-Marionetten sowieso cool und die Porzellanpuppe ist einer der coolsten, sage ich mal. Wobei ich das ist dieses Horror-Baby am geilsten finde, das leider nur als Rare rausgekommen ist. Dunkle brennende Magie aus LDK2. Dann haben wir hier ein paar Rares. Lichtrotrachen Erzunterwäldler viermal. Schwarzflügel Scirocco in Total zerstört. Gizmegiata, auch eine sehr coole Karte. Aus Chaos Impact. Okay. Und, oh, das ist natürlich auch nice. Künstlerkumpel Ballade. Das ist ein sehr schöner Künstlerkumpel, muss ich sagen. Und hier haben wir das Gegenstück Barracuda. Ja, das sind echt... Also ich muss sagen, man kann gegen Künstlerkumpels sagen, was man möchte. Es gibt doch einige, die trotz ihrer lustigen Aufmachung sehr, sehr schön sind. Und dann haben wir hier noch Pendelfusion aus dem Duelist-Pack Dimensional Guardians. So, das war's gewesen mit der Spende. Wir haben doch ein paar Highlights hier gehabt zum Rauslegen. Sehr cool. Ich bedanke mich bei dir für deine Einsendung. Mega, dass du mich hier wieder so schön unterstützt hast. Und deinen Account verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Leute, guck mal vorbei. Er hat doch ein paar interessante Sachen aus dem OCG aufgemacht. Also das, was er aufmacht, ist nicht immer das, was man so kennt aus Deutschland, was halt jeder aufmacht. Er hat auch so ein paar exklusivere Sachen und er macht jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, aus Arc 5 jedes einzelne Set auf. Das, was ich quasi in einem Video geplant hatte und was jetzt um ein paar Jahre verschoben wird, weil ich das erst mit der nächsten Serie beginnen werde, das macht er jetzt schon auf seinem Kanal. Also falls euch das so ein bisschen traurig gemacht hat, dass es eben mit dieser Serie nicht geklappt hat, mit dem Format, der guckt bei ihm vorbei. Dort kommen halt in, ich weiß nicht, regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen Openings von jedem Set, das eben jetzt in der aktuellen Ära herausgekommen ist. Wir sehen uns zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.